Aber willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon, Another Story. Wir haben in der letzten Folge Sailor Pluto befreit und sind jetzt alleine mit Bunny unterwegs, die wohin wollte? Ah, ich glaube, wir sind hier gar nicht bei Bunny zu Hause, sondern wir sind hier im, im Schrein von Ray. Das ist ja voll gut. Ja, meine Güte. Okay, Bunny hatte irgendwie gesagt, ja, sie will einen Bücherladen. Meinetwegen. Ich weiß zwar nicht, ob das bei Bunny irgendwas bringt, wenn sie sich wenn sie jetzt anfängt, Bücher zu lesen. Ich meine, jeder weiß ja, dass das so eine richtige Weichbirne ist. So eine Matschbirne. Ein richtiges Doofköpfchen. Ui. Rechts vor links und so. Nee, hier ist die Schule. Das ist dieser Typ. Das ist dieser Typ aus dem... Aus dem einen Flashback, aus dem einen Traum von... war das Sailor Venus? Ich glaube nicht. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen um. Irgendwo hier muss hier ein Buchladen sein. Njom. 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 Nö. Hier ist er nicht. So, einmal hier in Höchstgeschwindigkeit. Oh. Das ist kein Buchladen. Aber sieht trotzdem nett aus hier. Was ist denn hier? Hallo. Wo ist mein Kind nur hin? Ja. Ey. Irgendein komischer... Ich hoffe, du bist der Vater. Im Gemischtwarenladen verkaufen sie viele interessante Sachen. Okay. Wo ist meine Mami? Dahinter. Dem Jungen scheint gut zu gehen. Wie sieht's mit dir aus? Wo ist die Schokolade? Okay. Ich kann dir Schokolade geben. Ich habe davon noch ein bisschen was. Aber wir können mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas Cooles kaufen können. Apfelsaft, Sushi, Sushi-Box. Nee, nichts. Gar nichts Interessantes. Ist ja voll bäh. Okay, der Buchladen. Das war hier das billige 7-Eleven. Hier haben wir Uhren. OSAP, das ist nur der, der Schmuckladen. Hier muss doch irgendwas... KZ, das klingt doch nett. Was ist das? Das sieht mir... Nee, hier kriegen wir nur irgendein... Pediküre, Maniküre, Zeugs zusammen. Game Center. Hier könnte man sicherlich auch noch viel lernen. Aber nein, da wollen wir auch nicht hin. Wir wollen in den Buchladen. Buchladen. Wo bin ich hier? Ah, hier sind wir... Ach, hier sind wir im Krankenhaus. Okay. Kommen wir hier noch irgendwo weiter? Gibt es hier noch mehr? Ja, hier gibt es nur eine Sackgasse. Also, Bunny und Buchladen, das passt irgendwie nicht zusammen. Hier ist auch nur eine Sackgasse. Egal, gehen wir nochmal nach Hause. Vielleicht ist hier irgendwas Cooles. Hm. Keiner da. Was geht denn hier jetzt ab? Normalerweise ist Mutter doch immer am Kochen. Geistert sie hier irgendwo rum? Alle ausgeflogen? Was ist denn hier los? Das kennt man ja gar nicht von denen. Hm. Ist denn unser liebstes, allerliebstes Bruderherzchen da? Nee, erstmal gucken wir. Nee. Hier ist auch niemand. Hallo? Die sind alle ausgeflogen. Die machen voll den Urlaub und die lassen mich hier alleine zurück. Was soll denn das? Ah, der ist noch da. Hey Bunny. Ich denke, Shibusa wird zu oft geärgert. Ja. Zu Recht. Ich verstehe das Problem nicht. So, okay, hier scheint wohl nichts weiter zu sein. Dann gehen wir mal, gehen wir doch mal die einzelnen Straßen entlang. So, hier geht's auch Sackgasse. Ah, Moment, vielleicht kann mir das irgendwas sagen. Hm, toll. Vermutlich sagt es mir sogar was. 10, Schlüsselbund,
UFO-Angriff. Hexe. Nee. Ich glaube, mein Japanisch ist nicht gut genug dafür. Oh, Mist. Was war das da oben? Ah nee, das war die Schule hier. Ja, genau. Das war die Schule. Und wie sieht's hier aus? Okay. Kommen wir denn hier jetzt an? Hä, Moment. Wenn das hier das Klinikum war. Ah nee, das war Mamorus Häuschen. Oh. Okay, ich dachte jetzt hier. Wir haben den wir haben den Weg gefunden, aber weit gefehlt. Dass mich die Polizei noch nicht aufhält. Immerhin laufe ich schneller als das Auto. Okay, hier ist der Schrein. Da geht es sicherlich auch nicht weiter, war klar. Okay. Warum hat mir nie jemand gesagt, wo dieser Bücherladen ist? Das meine ich halt, ne? Bunny ist hier nicht so. Ist wieder die Schule? Gibt es hier wenigstens eine Bushaltestelle oder so? Nee. Na toll. Dann düsen wir einfach mal zur Bushaltestelle. Vielleicht bringt das was. Wir gehen zur Bushaltestelle und lassen uns einfach zum Buchladen fahren. Ist, glaube ich, die einfachste Lösung. Da. Zumindest etwas. Hallo. Bahnhof Tokio. Möchtest du den Bus nehmen? Ja, ist okay. Vielleicht ist hier auch der Shop. Ich meine, so ein Zeitungsladen oder so. Ich meine, Bahnhöfe haben ja in der Regel so einen Zeitungsladen. Aber nee, einfach nada. War das nicht so, dass wir zu einem Buchladen mussten? Also wir mussten auf jeden Fall in einen Buchladen. Aber wo soll denn der bitte schon sein? Also hier ist er nicht. Hier ist der Bahnhof. Irgendwie habe ich mich hier verlaufen. Das ist... Ja, wir nehmen den Bus. Bringt ja sonst nichts. Okay. Also, dieser Bus hält zumindest schon mal nicht dort an, wo wir ganz gerne hin möchten. Dann probieren wir es doch mal. Hier unten gibt es ja noch eine Bushaltestelle. Irgendwo. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier. Hier gibt es noch eine Bushaltestelle. Mal gucken, wo die hält. Zur Mugen-Schule. Ja, vielleicht ist da der... Das ist jetzt... seltsam. So, gucken wir doch mal. Nee, das bringt aber auch nichts, hier reinzugehen. Wir haben hier unten nur den, noch das... Damscht noch eins. Ich muss doch irgendwo... Was ist das hier? Ich glaube, ich habe was gefunden. Hallo? Dies ist ein Laden für Sammlergegenstände. Wir verkaufen hier nichts, aber du kannst deine Sammlergegenstände hier verkaufen. Hä? Hä? Du hast eine Originalkarte. Oh. Möchtest du sie für Nein. Hä? Du hast einen Spezialteller. Möchtest du ihn verkaufen? Nein. Was? Boah! Du hast eine alte Puppe. Möchtest du sie verkaufen? Oh, das wird jetzt... Oh wei. Ich wollte schon sagen, hoffentlich kommt er jetzt nicht auf die Idee und lässt hier einfach alles irgendwie verpfänden. Hier ist auch nichts. Wo ist dieser Weg? Wo ist dieses... Gibt's nicht. Es muss doch hier irgendwo einen Buchladen geben. Hatten wir nicht irgendwo mal einen Buchladen? Irgendwo? An irgendeiner Stelle? So, was passiert, wenn ich hier hochgehe? Hä? Das sieht mir aber nicht nach einem Buchladen aus.
Das sieht mir aus wie ein Hafen. Waren wir hier schon mal? Können wir hier irgendwo runterspringen? Nö. Nee. Oh, aber hier gibt's Kisten. Okay, irgendwelche... Ja, sehr schön. Irgendwelche unnützen Kisten. Aber egal. Ich finde Kram. Das ist ja wenigstens was. Ich glaube, ich muss hier zwar gar nicht hin, aber solange es hier Kram gibt, ist alles gut. Habe ich zumindest noch irgendwas gefunden. So, wie sieht's denn hier aus? Aha. Das ist der Harumi-Turm. Okay. Alles klar. Hab's verstanden. Ihr mögt mich einfach nicht. Moment. Wie bin ich hierher gekommen? Okay, ich fahre hier einfach wieder weg. Alles ist gut. Zum Juban-Viertel. Okay, ja. Bitte. Verrückt. Okay, wo sind wir hier? Ah, hier sind die, hier wohnt Mamoku. Und hier ist... Hier ist noch ein bisschen was. Ich glaube, hier gibt es... Nur leere Felder. Häuser, zu denen man nicht hinkommt. Das ist ärgerlich. Okay, macht nichts. Irgendwo wird sich hier eine offene Tür finden. Und irgendwo ist diese offene Tür auch ein Buchladen. Halten wir mal ein bisschen Augen offen für ein Honja. So, hier ist... Nee, hier ist nur... Unsere Nachbarin, die freundliche. Keine Ahnung, ich habe noch nie ein Wort mit der gewechselt. Haha, ich bin genauso schnell wie dieses Auto. KZ. Okay. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier auch nicht. Hier waren wir schon. Nein. 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 Game Center. Ich glaube nicht, dass das Game Center der gesuchte Buchladen ist. Hey, Bunny, du siehst so gut aus wie immer. Na toll. Das sind so Sprüche. Die kennen wir schon. Aber du bist kein Buchladen. Du auch nicht. Okay. Toy-d. Hier gibt es nur Spielzeug. Aber... Das ist ja gar nicht verkehrt. Ich glaube, wir nähern uns dem Ganzen hier langsam. Irgendwo... Gut, das ist hier der Shop. Der Uhrenladen. Der wird mir sicherlich auch nicht weiterhelfen. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön. Rosa P. Das ist... Das Häuschen von Naru. So, gehen wir mal hier hin. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Gibt es hier nicht irgendwo einen Buchladen? Aber was ist das denn für eine Stadt? Nein, da wollte ich nicht lang. Aber da oben geht es, glaube ich, noch irgendwie lang. Erstmal hier entlang. So, hier geht's zur Schule. Schule kennen wir schon. Schule ist uninteressant. Toll. Ein Weg ins Nirgendwo. Das. So, das war's. Ich rede nochmal mit den Mädels. In der Hoffnung, dass die mir sagen, wo hier ein Buchladen ist. Bunny. Hä? Du solltest zum Bücherladen gehen und das Buch des Mondes kaufen. Lass uns schnell gehen. Aber wir haben doch schon nach dem Buchladen gesucht. Wir finden keinen.
Und wieso sollte es dieses Buch dort geben? Da wohnt doch keiner. Also, weiß doch eh keiner, worum es da geht. Bahnhof Tokio. Nee, ich möchte nicht zum Bahnhof. Ich will zum Buchladen. Moment. Geht's hier vielleicht noch runter? Nee. Ah. Entschuldigung, wo geht's zum Buchladen? Danke. Und westlich von hier befindet sich das Juban-Krankenhaus. Aha. Das interessiert mich herzlich wenig. Was mich interessiert ist, wo ich einen beschissenen Buchladen herbekomme. In der Nähe der Mugen-Schule ist ein Sammlerladen. Du kannst dort seltene Dinge verkaufen. Der Besitzer macht dir sicher einen guten Preis. Danke. Wieder eine Information, die ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht brauche. Nee. Also hier ist nur das Krankenhaus. Das Juban-Krankenhaus. Und das vom Juban-Krankenhaus aus geht es nicht weiter. What the fuck? Genau, beim Schrein waren wir schon. Von dort kommt man nur zum Tokio Bahnhof. Hier ist nur das Gebäude. Hier kommen wir zur Mugen-Schule. Wenn wir mit dem Bus dort gegen die Wand fahren. Vielleicht. Nee. Mit diesen Sackgassen. Ah. Ja. Vielleicht ist es ähnlich wie bei der Mugen-Schule, dass da beim Bahnhof, dass ich beim Bahnhof zwar schon richtig bin, aber ich nicht in den Bahnhof rein muss, sondern irgendwie nach Süden oder Westen oder so gehen muss. Probieren wir es doch mal. Nein. 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 Wir fahren einfach mit dem Shinkansen in eine andere Stadt. Tokio scheint ja wohl keine Bücher zu verkaufen. Das ist ja... Meine Güte. Bücher, das Wichtigste. Hinten sicherlich auch nichts. Außer das Ende des Zuges. Toll. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Tokio ohne Bücher. Ist klar. Und es gibt auch nur ein einziges Geschäft in dieser ganzen Welt, welches ein Buch führt. Eins. Okay, das war's. Ich guck jetzt nach.